Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Pilzsporn, Schnüffler und Höhlenerkunder. Und wir gucken mal, was wir als nächstes für eine. Ach, oben krabbeln Wildschweine, okay. Ich dachte schon, es wäre hier unten. Was für eine Quest wir hatten. Also, wir hatten eine Kampfquest gegen eine Bruxa, eine wahrscheinlich eingebildete. Da hatten wir eine Quest, bei der es darauf ankam, eine Quest, eine Prüfung, sage ich mal, bei der es darauf ankam, Barmherzigkeit zu zeigen. Die Finstersenke, da sind wir wieder. Und ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Eigentlich wollen wir nur so ein popeliges Schema abholen, ne? Rechts seht ihr es auch. Und dazu gehen wir in die Real or just an illusion? Help! Help me! Mal gucken. Ach so, die hier vorne lebt noch. Ich dachte, wäre schon tot. Eine Illusion. Okay, ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob der Typ real ist oder nicht. Die Kimoren haben sich nicht aufgelöst. Wir können die allerdings auch nicht plündern. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie auch Illusionen sind. Hier können wir ein bisschen Blutmoos mitnehmen, wenn wir Bock drauf haben. Also, ich weiß nicht, ne? Worum ging es denn jetzt? Die Hilflosen beschützen? Das Böse in der Welt vernichten und den Armen und Bedürftigen helfen. Ja, eine alte Kapelle des Heiligen, die dem Heiligen Majoran geweiht ist das hier. Und da hat der große Bettler einstmals sein Quartier aufgeschlagen und Merten, ein Hexer der Manticore-Schule, ist ihm da in seinem Glauben gefolgt, hat sich bekehren lassen zum Majoran-Glauben. Guck mal, was es hier unten im Wasser gibt. Blutmoos. Hornblatt ist es, okay. Also hier ist schon ein bisschen tiefer auf jeden Fall. Ja, das hier ist wahrscheinlich nur ein Auffangbecken, ne? Falls wir nachher irgendwo runterspringen, vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es hier nichts Spannendes drin, wie es aussieht. Ja, von da oben werden wir dann wahrscheinlich rauskommen. Und hier in dieses Becken hinabstürzen. Was haben wir denn hier noch? Eben haben wir schon Gold gefunden. Ja, ein bisschen Kupfererz. So, die Fackel beleuchtet das hier so schön. It looks a lot like Libyota. Impossible. Der heilige Majoran, er selbst? Ihm selbst? Wie heißt denn das? Möglichst falsch. Okay, das ist er. Okay, vielleicht wenn wir irgendwo versagt hätten, hätte er gegen uns gekämpft oder so. Ich weiß es nicht. Ah, da ist Tageslicht. Wir müssen also doch nicht da in den blöden See springen. Hier haben wir ein paar Gebeine. Keine Ahnung, nimm noch mal mit. So, und hier vorne hatten wir auch noch irgendwas zu liegen, eine Kiste oder sowas. Ja, um da hochzusteigen, musste Geralt jetzt die Fackel einstecken. Mertens Notizen und das Schema für das Manticore Silberschwert. Yeah. So, lesen wir mal. 17. Fan 1203. Es ist vollbracht. Ich habe die Hülle der Sorgen erreicht und bin ins heilige Refugium der verborgenen Kapelle gelangt. Ich werde niemals vergessen, was ich durchgemacht habe. Feuerspeiende Kreaturen haben mich angegriffen. Monstrositäten, die Bekreuzungen aus Ertrunkenen und Endriagas wirkten. Männer mit den Gesichtern wilder Tiere.
Majoran gefiel es, mich diese Torturen überleben zu lassen. Am Ende des Weges, hier in der verborgenen Kapelle, habe ich mich in Meditation versenkt und gleich erfüllte Majoran mein Geist mit einer Vision von einem See, dessen kristallklare Wasser mich umgaben, meine Seele durchdrang und sie von aller Bosheit reinigten. Als ich erwachte, war ich sicher, dass Majoran mir die letzte Station meiner Reise hatte bedeuten wollen, den See der Reinigung, in dem Majoran die Körper und Seelen seiner Jünger wusch. Auf Anraten jenes Wissenden, der als großer Bettler bekannt ist und dessen Weisheit ich im Majorans Tempel genießen durfte, ich bete, dass er wohl auf ist und die Leute in seinem Dorf verstanden haben, dass er die Wahrheit spricht und niemandem Übles will, werde ich nun alles die Dingliche, hinter mir lassen, also alles Materielle, was mich noch mit meinem Vorleben verbindet. Das ist allerdings nicht so einfach, da ich mich einst viel Zeit und Energie und große Opfer gekostet hat, diese Schemata zu finden. Doch ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Möge Majoran mein bescheidenes Opfer annehmen. Nun kann ich zum See der Reinigung reisen. Mein Weg ist schwierig und voller Gefahren, doch er wird immer klarer und ich fühle ein Licht in meinem Herzen. Meine Sicherheit, dass es der richtige Weg ist, frisch stark wie Eisen und hart wie Stahl, gepriesen sei Majoran. Ja, da waren wir auch schon. Ja, haben wir uns schon angeguckt. Abgeschlossen. Den Questtext lesen wir uns natürlich trotzdem noch mal ganz kurz durch, oder ich lese ihn euch vor, ganz wie ihr wollt. So. Katze, Wolf, Greife. Wo ist deine Manticore? Was wäre hier? Wäre, der Bär. Geralt hatte erst einmal im Leben Ausrüstungsgegenstände nach Schemata der Manticore-Schule gesehen. Außerdem war der Ausrüstungssatz nicht vollständig und noch dazu ziemlich abgenutzt gewesen. Als sich die Gelegenheit ergab, Ausrüstung der Manticore-Schule auf Großmeisterstufe zu erlangen, brach der Hexer sofort auf, um alles Nötige zu besorgen. Gewiss hat niemand erwartet, dass der Eigentümer der Schemata, der Hexer Merten, tatsächlich und aufrichtig zum Glauben an den Propheten Majoran konvertiert war. Geralt verfolgte Mertens Geschichte nach und staunte, wie pervers das Schicksal doch sein konnte. Doch lange dachte er nicht darüber nach. Schließlich hielt er einen vollständigen Satz Hexerschemata der Manticore-Schule in den Händen. Jetzt musste er nur noch einen Handwerker finden, der dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen war. Ja, und die sollten wir dann vielleicht auch abgeben irgendwie, glaube ich, ne? Obwohl ich da gar keine Quest mehr offen habe. Aber der... Schmied wollte ja eigentlich, der Meister Schmied wollte ja eigentlich, dass wir ihm alle bringen. So, Quint-Turnier und Ritter zu Diensten. Ich würde mal aber interessieren, wenn wir jetzt hier quasi meditieren, also quasi genau hier so, ob da irgendwas passiert. Schauen mal. So, eine Stunde bis 17 Uhr sind nur 37 Minuten. Ja, nichts ist passiert. Großartig. Und jetzt frage ich mich natürlich, kommen wir hier raus? Kommen wir natürlich nicht. So, das heißt, wir müssen uns hier erstmal einen Ausgang suchen. Ah, und dann springen wir doch hier runter, ne? Jaha. Oh, ah, gut. Ja. Heroisch. Heldenhaft. Vollkommen verkackt. Geralt, verschwundene Kurve. Naja, der kleine Geralt. Immer voll begeistert am Schwimmen, da ist ihm die Richtung auch total egal. So, die Überreste liegen noch hier, aber da kann man nichts plündern. Interessant. So, einmal Ausgang bitte. Reicht für heute. Mit den religiösen Erleuchtungen, die uns ja dann doch nicht heimgesucht haben. Ich dachte, ich kann da meditieren und dann erscheint uns vielleicht auch der Geist des heiligen Majoran nochmal. Dann müssen wir ihn hier raus. Da oben. Das Tageslicht.
Achso, klettern. Klettern. Laufe ich jetzt gerade im Kreis? Hab's schön abgerollt. Kann es sein, dass ich gerade im Kreis laufe, Leute? Ja, irgendwie schon, ne? Ich laufe jetzt hier, glaube ich, nicht so direkt Richtung Ausgang. Na geil. Habe ich sehr gut gemacht. Obwohl doch eigentlich. Moment mal. Ansonsten hätten wir ja nochmal an den Viechern hier vorbeikommen müssen, ne? Und an der Bettlerhöhle und so. Ich schau gerade nochmal. Bitte sei der Ausgang. Nee, hier ist wieder das Blöde. Ja, ich bin wirklich im Kreis gelaufen. Scheiße. Na geil. Ja, funktioniert natürlich super hier. Ich kann mir auch hier drin keine Karte anzeigen lassen von dieser verwunschenen Höhle, wollte ich sagen. Uncool. So, jetzt aber. Geht's hier lang, hier links raus. Hoffe ich zumindest. Wie sagt man, jetzt laufe ich doch wieder hier im Kreis, oder? Ach, ja, das ist die verkackte Höhle. Da konnte man tatsächlich im Kreis laufen. So, da rennen wir jetzt hier durch. Ja, das sieht besser aus. Hoffe ich. Das gibt's doch nicht. Laufe ich jetzt schon wieder im Kreis hier? Ich glaube, wir sind da gleich wieder an dem Dings mit dem Hornblatt, ne? Ja, ohne Quatsch, ich zünde hier gleich alles an. Ja, hier ist nämlich die Höhle mit den Viechern. Denke ich zumindest, ne? Der war hier oben. So, also wieder zurück. Oh Mann! Leute, ich finde hier nie wieder raus. In welcher Richtung liegt denn der Ausgang überhaupt? Von hier aus doch schon in Richtung Süden, ne? Also hier so links lang. So, hier. Okay, und dann... Mist, den geplündert? Ja, hat, ne? Ja, eigentlich sieht es hier lang schon gut aus, ne? Und dann hier rechts um die Ecke. Und dann müssten wir doch eigentlich. Und jetzt laufen wir. Ah, doch, doch, da ist der Ausgang. Ach, sehr gut. Uff, schwierige Geburt. So, jetzt auf nach Beauclair. Wo wollen wir da lang? Sind wir schon auf der richtigen Flussseite irgendwie? Müssten wir eigentlich, ne? Wir könnten mit dem Boot fahren. Da drüben gibt es eins. Aber ich glaube, von hier aus können wir auch ganz locker über die Palastgärten reiten. So, Plätze, ich komme zu dir. So, speichern. Aus der Höhle rausgefunden. Ja. Hat auch nicht lange gedauert, ne? Sorry dafür. Dann sah halt alles so gleich aus. Sag mal, plötzlich kannst du hier irgendwie auf diesem Weg bleiben? Geht das? Ach, scheinbar nicht. Ah,
Ah, vielleicht hätte ich da doch mal abbiegen sollen. Naja, was soll's. Wird schon gehen. Go, go. A tip of the hat to the Tourney's victim. Ja, danke schön. Danke schön. Ich glaube, es wäre kürzer gewesen, wenn wir einfach darüber geschwommen wären. Nee, nicht hier lang, doch hier lang. Aber nicht wieder durchs Gewächshaus, ne? Plötze, da passt du eh nicht durch. So, ein schöner Sprung. Sehr gut. Ja, etwas. Ja, diese Treppe hier eindeutig nicht für den Verkehr zu Pferd ausgelegt. Dann kommt sie wieder da rein. Ja, dann genießen wir halt ein bisschen. Take it easy. Ich steig ab. Bringt da nichts. Super schön hier. Tja, hätte das gedacht, ne? Bong, angerempelt. Dass man da aber auch echt durch dieses blöde Gewächshaus durch muss. Na, ja, weiter geh rein. Jetzt fängt er auch schon so an, die Plötze. So, da ist er. Die Kamera, der Herzögliche. I think I shall say tittle it all and go hurt sheep. Das abgeschlossen, frage ich mich immer noch, ob da irgendwas dahinter ist. Before long you will have to look to fairy tales to find a witcher or knight. Greetings, knight. My most heartfelt gratitude, sir. Compensation for your sacrifice. So, 1400 Kronen haben wir noch mal bekommen. So, und er verkauft jetzt, glaube ich, Monsterbücher, ne? Once you're willing to sell, that is. So, Quest abgeschlossen. Oh Gott, der hat hier einen Haufen Bücher, die wir noch nicht gelesen haben. Das Plunder, zum Glück. Historie von Gwind. Nehmen wir einfach mit. Es hängt, es hängt. Meister Faramons Gedanken zur elfischen Architektur. Ein Duellkodex. Ja klar, nehmen wir mit. Der Abenteuer von Stachli und Franconi, dem Wicht. Da machen wir mal eine Lesefolge demnächst, Leute. Eine seltsame Bräuche in Toussaint. Machen wir nach dem Gwent-Turnier, würde ich sagen. Höllenhunde? Ja, nice. Der letzte Basilisk. Die Bücher sind alle gar nicht so teuer, ne? Naja, das hier schon ein bisschen. Also, wie gesagt, ich nehme die Bücher einfach mal alle mit. So, alle, die wir noch nicht gelesen haben, mitgenommen, sehr gut. Schön, schön. Wiegt natürlich auch ein bisschen was. So, Quest abgeschlossen und wir haben go in peace for a night. Irgendwas dafür bekommen. Keine Ahnung, was wir bekommen haben. Es sah aus wie ein Schild, vielleicht ein Ehrenwappen oder sowas. Questgegenstände. Scheinbar nicht. Wo soll ich das denn jetzt suchen? Dieses Ding. Plötze. Ah, eine Trophäe. Es ist Bonuserfahrung bei Monster 1%, Bonuserfahrung bei Humanoiden und Bonus Gold. Was haben wir denn derzeit eigentlich am Plötze dran zu hängen? Die Gluma-Trophäe. 5% Bonus Gold. Na, das bringt uns ja nichts. Ja, die wollen wir eigentlich da dran haben.
Wobei der Schild natürlich super passt, ne? Ich glaube, wir nehmen einfach diesen Schild. Was ist denn das eigentlich? Trophäe. Jetzt einfach nur Trophäe. Gut. Da hätten wir das also. Alchemie, nein, Handwerk. Nope, nope. So, Quest, da wollten wir noch gucken. Das war eine Nebenquest, denke ich. So, schauen wir mal. Man aus Sintra, Wein ist heilig. Nope, 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 nope. So. Ritter zu Dienst. Na, haben wir es doch. Geralt erledigte alle Aufträge, die der Kämmerer ihm angeboten hatte. Die Belohnung fiel zugegeben etwas bescheidener aus als erwartet, aber besser als nichts. Weiß ich doch. Geralt fand eine ungewöhnliche Nachricht. Jemand suchte die Hilfe von Rittern oder sonstigen... Ja, okay. Das ist also jetzt verkehrt rum, die Absätze. Oder sonstigen starken Männern. Er befand, dass er die Kriterien erfüllte und brach zum Ritterruhplatz auf, um den herzoglichen Kamerad zu sprechen. Ja, haben wir gemacht, in der Tat. Jo, Burgeroberung haben wir noch. Hauptquest, damit machen wir weiter, sobald wir das große Turnier gespielt haben. Und zum Turnier können wir schon mal hingehen. Ich wollte vorher nochmal, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, hier zum Schmied gehen. Ah, da einfach am Platz links. Okay, gut, das finden wir, glaube ich. Also an der Quest vorbeirennen erstmal. So, hier runter und dann gleich hier schon. Ja, ich finde das, ne? Kein Problem. Nee. Doch. Hier durch und dann einfach rechts diagonal über den Platz. Entschuldigung, ich muss mal durch. Wichtige Angelegenheit. Oh, hier können wir tanzen. Ups. So, da sind wir gleich. Entschuldigung, ich müsste mal hier. Danke. Hark, Beauclerois, her most gracious Duchess has hired a witcher to get so, dann gucken wir mal, ob wir ihm das Zeug anbringen können. Ja, alles gefunden. Ja. Nee, möchte er nicht. Farewell. Good luck on the path. Also, ein Set da anzufertigen reicht ihm scheinbar. Oder hat ihm gereicht. All is in order. So, gut. Ach, da hätten wir uns natürlich gleich die Ausrüstung reparieren lassen können. Beim Schmied. Dann machen wir einfach hier. Von welcher Seite kommt man da ran? Von der anderen scheinbar. Ne, obwohl eigentlich sieht es doch so aus, als wenn es die Bergbank zumindest und so, ne? Merkwürdig. Ne, muss aber echt auf dem Markt sein, die Schmiede. Ja, die sind da so in die Ecke gequetscht. So, wo gehen wir denn hin? Zu welchem von den beiden? Die sind ja beide nur so mittelfähig. The best steel in all of Tucson. Take a gander. Ja, ja, natürlich. Show me what you have. So, ich würde gerne reparieren lassen. Ja, ungefähr so. Also nicht so arg kaputt wie beim letzten Mal, aber war schon ein bisschen. Weil wir gegen den Golem gekämpft haben, zum Beispiel war unser Schwert so abgenutzt. Ne, Golems und Gargile, die
sorgen dafür eine recht hohe Klingenabnutzung, weil sie einfach aus Stein sind. So, jetzt aber nichts zum wie zum Gewinnturnier. Das schaffen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob das so ganz unkompliziert laufen wird oder wie oder was oder wann oder wo. Auf jeden Fall haben wir bestes Wetter. Das ja, das bin ich. Hi. Ja, ziemlich. Nichts davon, nur wie gerade für Aktionen. Okay, also irgendjemand ist damit immer noch unzufrieden. Macht uns nichts. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Schauen wir mal. Für heute soll es das gewesen sein, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao!